Wer kennt das nicht? Die Menschheit ist mal wieder ausgestorben und man kämpft als letzter Mensch in einer postapokalyptischen Welt ums nackte Überleben. Nahrungsmittel sind knapp. Daher kann sich glücklich schätzen, wer jetzt ein 34 Jahre altes Ehepaar sein eigen nennen kann. Aber ist es noch genießbar? Ja, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu meinem EPA-Test. Ne, dem einen oder anderen wird das vielleicht noch von der Bundeswehr bekannt sein. EPA, Ein-Mann-Packung, Typ 2 in diesem Fall. Ja, das Besondere daran ist, dieses EPA ist sage und schreibe 34 Jahre alt, abgefüllt 1984. Ja, und da wollen wir nochmal sehen. Also die Bundeswehr gibt das mit einer Haltbarkeit von 3 bis 4 Jahren an. Ja, ich will mal sehen, ob ich das heute trotzdem noch essen kann. So, und dann schauen wir uns als erstes mal an, was sich in diesem EPA alles befindet. Ja, da hätten wir zunächst hier ein paar Streichhölzer, 20 Stück. Dann Kaffeeweißer, dann Kaffeeextrakt, boah, mag ich alles gar nicht. Tee-Extraktpulver, ja, das können wir mal ausprobieren. Raffinadezucker. Oh, was haben wir hier? Schokolade. Hier ist irgend so ein Fleck drauf. Oh, das klebt schon, da scheint irgendwas ausgelaufen zu sein. Oh, von Brand. Wahnsinn, Brand stellt Schokolade her, wusste ich gar nicht. Ich dachte, die machen nur Zwieback. Sauerkirschkonfitüre. Kaugummis. Ja, die haben ja wirklich an alles gedacht. Wahnsinn. Was haben wir hier noch? Hartcracker. Getränkepulver Grapefruit. Hört sich auch interessant an. Ja, jetzt wird's spannend. Ne? Hier grüne Bohnen mit Schweinefilet und Kartoffeln. Hier kann man es hoffentlich jetzt sehen. Hergestellt 1984. Ebenso der Bauerntopf, Schinken, Waage, 80 Gramm, okay. Hier noch so ein Getränk. Oh, lecker Bierwurst von 1984, Leberwurst. Ja, und Salz darf auch nicht fehlen. Ja, und dazu dann Tüten, um das Ganze wohl zu entsorgen. Da hat die Bundeswehr auch darauf geachtet, dass das nicht einfach im Feld liegen bleibt. Tücher zum Mund abputzen, Wahnsinn. Ja, da würde ich sagen, fangen wir doch mal mit dem Bauerntopf an. Bin ich ja wirklich mal gespannt, wie nach 34 Jahren so ein Fertiggericht aussieht. Also es riecht doch nach Fleisch, kann man nicht anders sagen. Ein ganz klein wenig auch so ein bisschen nach Käse, was auch für Fäulnis sprechen könnte, kann ich aber jetzt nicht sagen, dass es unangenehm ist. So sieht das Ganze aus. Ja, dann würde ich sagen, füllen wir das Ganze mal in unseren Topf hier rein. Also farblich Wahnsinn. Die Erbsen sind richtig rot. Die Möhren sind richtig rot. Die Erbsen grün. Kartoffeln gelb. Also farblich kann man da jetzt nichts sagen. Sieht echt gut aus. Ja, und es steht da, man soll das einfach erhitzen. Das machen wir hier heute mal ohne Buschbox, sondern mit dem Kocher. So, das ist jetzt richtig schön warm geworden und ja, hat halt die Konsistenz, also ist eigentlich ziemlich matschig. Der Geruch hat sich durch das Erwärmen intensiviert und Freunde, ich habe nicht etwa während des Schnitts hier probiert. Ich werde jetzt zum ersten Mal dieses 34 Jahre alte Fertigessen probieren. Ich habe natürlich keinen Vergleich, wie es kurz nach der Abfüllung schmecken sollte. Ein bisschen stutzig macht mich auf jeden Fall dieser leicht säuerliche Geruch und dieser doch mittlerweile sehr stark nach Käse riechender Geruch. Also schmeckt es nicht wirklich schlecht.
Lecker geht aber ganz klar anders. Und so würde ich sagen, ich werde das hier mal entsorgen und dann widmen wir uns dem grünen Bohnen mit Schweinefleisch. Ja Leute, also von der Konsistenz hier ist dieser Bohnentopf mit Schweinefleisch ähnlich wie der Bauerntopf. So eine richtige Pampe einfach. Vom Geruch her auch, ist auch so leicht sauer riecht das. Und ich muss sagen, von dem Bauerntopf eben hatte ich so ein richtig stumpfes Gefühl im Mund, als ob ich Kreide im Mund hätte. Ganz merkwürdig. Vielleicht ist das ja auch irgendein Pilz und ich esse hier wirklich was Giftiges. Muss man mal abwarten. Also ja, jetzt probieren wir erstmal den grünen Bohnentopf hier. Ich muss wirklich sagen, das Schweinefleisch, richtig zart, das könnte auch ein richtig teures Filetstück gewesen sein. Kein Fett dran, kein Knorpel, gar nichts. Super. Ganz leicht sauer, aber ich denke, das ist durchaus gesundheitlich zu verantworten. Klasse, also dieses Schweinefleisch, Wahnsinn. Das zergeht richtig im Mund, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, und dazu hat man natürlich auch Durst. Da habe ich mir gerade schon hier so dieses Getränkepulver angemischt, Typ Orange. Ja, das schmeckt wie diese ganz billigen Orangensäfte aus dem Spanienurlaub. Kennt der ein oder andere vielleicht? Lecker, definitiv. Ja, und wenn man so lecker gespeist hat, kriegt man natürlich danach auch Lust auf einen Nachtisch. Ich probiere jetzt mal hier die Schokolade aus. Oh. Also riecht eigentlich gut. Oh, ganz schön hart. Gut, ist auch ziemlich kalt, ne? Probieren wir mal. Also die ist extrem bröselig. Schmeckt auch leicht bis mittelstark muffig. Noch ein Stück. Das schmeckt so, wie so ein alter Koffer vom Dachboden riecht. Oder so ein altes Buch, wenn du es so aufmachst. So schmeckt das. Und streckt aber trinken. So Leute, und jetzt mal Hand aufs Herz. Wer kennt das nicht? Man hat gerade schön zu Abend gegessen und schon 3 Stunden später knurrt einem wieder der Magen. So geht es mir oft. Ne, da will man noch zu einem kleinen Mitternachtssnack greifen. Ja, die Möglichkeit gibt dann dieses EPA auch. Ne? Da gibt es hier wunderbare Hartkekse. Boah, sind auch richtig hart eingepackt. So. Ja, da befinden sich insgesamt 10 Kekse drin. Und darauf machen wir uns jetzt etwas Leberwurst. Sie riecht leicht säuerlich. Wir probieren es einfach mal. Ja, das ist natürlich eine grobe Leberwurst. Da sind ziemlich... ja, einfach grobe Sachen drin vom Tier, vom Schwein wahrscheinlich. Ich probiere jetzt einfach mal. Ja, also ein bisschen trocken, ein bisschen staubig. Aber ich muss sagen, von allen Sachen, die ich bisher aus dem Epa gegessen habe, schmeckt mir das tatsächlich am besten. Und da mache ich mir noch einen von.
Ja, Leute, das war es dann jetzt auch hier von mir. Ich habe natürlich nicht alles aufgegessen. Ich habe von allem ein bisschen probiert. Hatte auch nach jedem, von dem, was ich gegessen habe, diesen kreideartigen Belag auf der Zunge. Ja, den Rest nehme ich jetzt mit raus und schmeiße es draußen in den Müll. Von den Sachen, die ich nicht gegessen habe, das ist unter anderem ja, noch eine Bierwurst, ein paar Hartkekse, das Kaffeeextrakt, der Teepulver, Getränkepulver, die Marmelade. Ja, da habe ich mir gedacht, zum Wegschmeißen wäre es zu schade. Und ich möchte das einem von euch zukommen lassen. Und ich würde sagen, der Erste, der daran interessiert ist und mir als Erster in die Kommentare schreibt, dem möchte ich dieses E-Paar zukommen lassen. Genau, und damit verabschiede ich mich auch von euch, sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.